Hallo meine Freunde und herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer weiteren Folge Projekt Zomboid. Es gab wieder ein kleines Mini-Update bzw. ein Patch, was dazu geführt hat, dass mich jetzt wieder Zombies angreifen. Natürlich nicht, aber... Naja, was soll ich dazu sagen? Okay, Moment. Gleich bin ich wieder da. Puh. Keine Ahnung, was dieses Update bewirkt hat. Das ist wahrscheinlich ein paar Bugfixes und so. Aber naja. Und da kommt vielleicht der nächste angestiefelt. Die lassen mich heute gar nicht zu Wort kommen, ne? Die wollen einfach Schläge haben. Ja, wir müssen auf jeden Fall aus dem Regen hier mal kurz raus. Nicht, dass hier eine verdreckte Bandage. Oh, oh. Mal kurz. Nee, ich mache mir jetzt erstmal aus meinem jetzigen T-Shirt eine Bandage. Oder aus meinem jetzigen Pulli. Pulli? Ah, ich habe noch Stoffwetzen. Gut. Dass die Bandage verdreckt ist, ist ja schön und gut. Fangen wir uns eine Infektion an, oder was? Wie wechsle ich jetzt eine Bandage? Wüsste wahrscheinlich gar nicht, aber naja. Chips, das hilft uns jetzt erst auf jeden Fall mal gegen den Hunger. Alles runter damit, mein Freund. Alles runter damit. Naja, was ist hier? Wow, wo kommst du denn her, mein Freund? Okay, bis gleich. Ich warte hier auf dich. Sieht mal meinen Rucksack aus. Gut, der ist noch draußen. Da kann er von mir aus gerne bleiben. Was mir gerade aufgefallen ist, wie schnell der ganze Schnee verschwunden ist, ne? Gestern lag hier noch überall Mengen an Schnee. Und jetzt fast nichts mehr. Einfach unglaublich. Oh, von der anderen Seite komme ich da auch ran. Nicht auf den Boden ausgießen. Nimm einfach alles mit. Ne, das Feuerzeug nicht. Oder hast du hier schon beklaut? Ich glaube, das ist so ein Saftladen oder sowas in der Art. Saftladen, auch so ein toller Ausdruck. Ich meine natürlich ein Getränkemarkt. Nö, man kann die Dinger nicht von beiden Seiten looten. Schade eigentlich. Oh, ein verrotteter Brokkoli. Sowas tut mir weh. Aber naja. Es kann sich nicht immer alles um Brokkoli drehen. Unglücklich. Können wir mal in der Zwischenzeit ein Magazin lesen? Vielleicht geht es dir ja noch ein bisschen besser. Ich glaube, deine Unglücklichkeit wird dadurch nicht besser, aber dir ist dann wenigstens nicht mehr so langweilig. Und solange der Typ da noch draußen an der Scheibe rumpoltert, können wir mal ins Hinterzimmer gucken. Wow! Da sind ja welche drin. So, ich habe mit allem gerechnet, nur nicht damit. Holy moly. Bei allen Anschein nach ist hier nichts Wertvolles drin. Hm, die Nägel können wir mitnehmen. Na komm, mach ein bisschen schneller, mein Freund. Ah, da waren ja noch mehr Nägel, habe ich gerade gesehen. Oder waren die jetzt hier drin im Regal? Ich glaube, die waren hier im Regal. Geht doch noch alles in den Rucksack. Genau, gut. So, jetzt mal die Tür aufmachen und ein paar Schritte zurückgehen. Ah, der Hintereingang, cool. Hier waren wir schon drin in der Bäckerei. Okidoki. Dann knöpfen wir uns den draußen. Nee, der ist jetzt drin. Dann gehen wir halt innen durch rein und verkloppen den mal. Hallöchen, Sie wünschen? Ein paar aufs Maul. Damit können wir gerne dienen. Du hast da gegen die Tür gepoltert. Gut, gut. Sehen wir uns mal dieses Gebäude an. Zum Vermieten, okay? Sie lässt die einfach nicht die Tür offen.
Schauen wir da einfach mal durch die Scheibe rein. Klettern da einfach mal durch. Moment mal, wie kann ich die Bandage denn wechseln? Wenn hier was von der Bandage stehen würde oder sowas, ne? Naja. Ich hoffe, die Wunde ist so weit ausgeheilt, dass wir uns keine Infektionen einfangen. Wenn wir schon mal im Bad sind, dann können wir gerne mal einen Schluck trinken und unsere Wasserflasche auftrinken. Auftrinken natürlich. Auffüllen. Nee, nee, nee. Was ist dahinter? Okay, nur die Hintertür. Genau, hier war zu. Ach, wir können das Fenster auch öffnen, okay. Orangenlimo, cool. Mitnehmen. Wer weiß, wann wir es alles brauchen werden. Die Chips nehmen wir auch mal mit. So ein Snack für zwischendurch. Kann man immer gebrauchen. Ich glaube, das ist irgend so ein Junkfood-Laden. Soll uns aber nicht weiter stören. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, hier so viele Sachen abzustauben, dann machen wir das auch. Ein Hotdog verrottet. Oh. Mich jetzt so sehr auf einen Hotdog gefreut. Und auf einen Hamburger. Ein Korkenzieher. Nehmen wir mal mit. Keine Ahnung wofür. Ist irgendwo eine Tür oder so? Nicht? Die Kasse kann man leider nicht reingucken. Schade auch. Warte mal, hier ist eine Tür. Wenn man schon durch die Tür gehen kann, dann sollte man das auch tun. Wir sind ja schließlich zivilisierte Leute. Oh, und Klamottenladen. Wieder was Interessantes für uns drin? Das ist die große Frage. 10 Igel, okay. Nehmen wir die Nägel mit und die Klamotten verschwinden von der Dingskirchen. Wie sagt man da zu diesen Dingern da? Regal ist es nicht. Naja, das Wort wird mir früher oder später noch einfallen. Dann wird es zu spät sein, dann wird es niemanden mehr interessieren. Vom Haken, oder? Haken. Ja, hängen halt eben Nägel am Haken. Soll uns aber nicht weiter stören. Hallo? Jemand hier? Nein? Okay, gehen wir wieder rein. Können wir. Ach komm, die Streichhölzer nehmen wir auch mit. Falls wir doch mal wieder auf die dumme Idee kommen, ein Feuer zu machen. Oh, und es wird wieder Spätabend. Schlagen wir erstmal die Tür hier ein. Junger Mann. So nicht. Was sind denn alle hier? Naja gut, es ist schon wieder Spätabend. Da ist die Spawnrate wieder ein bisschen erhöht. Und da rennen sie halt alle rum. Vielleicht sollten wir uns jetzt wieder auf dem Weg heimwärts machen, weil jetzt in der Dunkelheit draußen rumzurennen. Wir wissen ja, wie böse das enden kann. Oh. Wieder eine ganze Gruppe von Zombies. Spätestens, wenn die Axt drauf geht, dann müssen wir wieder rennen. Bei euch beide unter Kontrolle. Ja. Warum probiere ich es auch immer wieder? Die Axt wird es nicht lange aushalten. Ja, nächste bitte. Oh, die Axt ist kaputt. Nein. Hab ich mich rasiert? Ich hätte schwören können, ich hätte einen Bart gehabt. Axt. Kaputt.
Gut, rennen wir heimwärts. Und das am besten durch die Innenstadt, ne? Wo uns jeder verdammte Zombie sehen kann. Oh, da ist noch so ein Gruppchen. Habt ihr dann Zivilisten platt gemacht, oder... ist einer eurer Kollegen? Leute, was ist denn das? Fehlt dir das, was ich auch sehe? Ach du Schreck. Wow. Zum Glück kenne ich den Heimweg. Und die Musik macht es auch nicht gerade besser, ne? Okay, wir werden nicht verfolgt. Ist doch schon mal was. Ist wahrscheinlich hingehen in irgendwelchen Bäumen fest. Kann uns nur recht sein. Und wenn es uns gelingt. Oh, da ist noch so einer. Und hat uns gesehen. Na, prima. Rennen wir auf dem kürzesten Weg nach Hause. Reparieren unsere Axt. Dürfen keinen von denen zu uns nach Hause führen. Sonst kriegen wir auf kurz oder lang Probleme. Und es gewittert wieder. Regen würde ich sehr begrüßen, meine Freunde. Dann können wir uns es sparen, hier selber zu gießen. Home sweet home. Oh, da ist was gewachsen, oder? Sehe ich das richtig? Ja, unser Garten gedeiht. Alles, was wir ernten können, ernten wir jetzt mal. Damit wir frisches Gemüse haben. Lohnt sich ja auf alle Fälle. Ah, lecker Radieschen. Zwar nicht so gut wie Brokkoli, aber immerhin. Oh, zur Falle könnten wir nochmal schnell gucken, bevor wir die Axt reparieren. Falle? Hallo? Gehen wir nochmal ein Radieschen rein. Frag mich, ob wir irgendwann damit was fangen. Aber höchstwahrscheinlich nicht. Meine Reparaturmaterialien. Klebeband, Holzkleber, Kleber und Tape. Ach, genau. Wir haben unseren Reparaturskill ein wenig geskillt, weswegen es doch ein bisschen was bringt. Was haben wir denn sonst noch? Ein bisschen Holzkleber. Es blitzt und donnert, aber es regnet nicht. Erinnert mich irgendwie an den Planeten Affen, ne? Mit Schaltenhästen natürlich. Da hat er sich ja auch beschwert. Es blitzt und donnert, aber es regnet nicht. Was ist das für ein verdammter Planet? Ah, jetzt nehmen wir noch ein bisschen Kleber. Ach, mit Kleber gilt als Holzkleber oder wie oder was? Oder hat Holzkleber zwei Anwendungen und Kleber nur eine? Ah, ich glaube, ich brauche zwei davon im Inventar. Die zusammengeklebte Axt. Haben wir irgendwelche Punkte, die wir da rein investieren können in die Reparatur? Handwerk. Wir haben zwar einen Erfahrungspunkt übrig, aber den hebe ich mir gerne für Reparaturen und sowas auf. Scharf Instandhaltung. Das wäre ja die Axt in dem Fall. Vielleicht bringt das ja was. Moment mal, womit konnten wir die Axt sonst noch reparieren? Holzkleber, Kleber, Klebeband. Haben wir Klebeband oder sowas? Damit wir da unterschiedliche Materialien draufhauen. Kleber und Holzkleber. Mal schauen, wie gut wir die Axt wieder hinbekommen. Die
Brechstange kann man leider nicht mehr reparieren. Schade eigentlich. Vielleicht finden wir noch mehr Reparaturmaterialien, von daher gehe ich einfach mal davon aus, dass wir die Axt wieder ein bisschen häufiger benutzen können. Bitte in den Behälter, nicht auf dem Boden. Na komm, lege weg. Lege er es weg. Gut, dann packen wir jetzt noch den Holzkleber hier rein. Beziehungsweise die Reste davon. Können wir die Türklinke da reinlegen? Gut. Sonst noch irgendein Müll, den wir nicht mehr brauchen, wie das Feuerzeug. Die Nägel können wir da reinpacken. Ach Menno, warum dauert das so lange? Vielleicht weil du Hunde elend müde bist. Ja, jeden einzelnen Nagel packt er da einzeln rein. Kann das Zeug da nicht einfach reinwerfen? Naja gut, Ordnung ist die halbe Miete, also sortier's. Legt ihr gleich alle rein oder nur eine? Der legt gleich alle rein. Komm, das sind doch bestimmt keine Glasflaschen, das sind bestimmt nur Plastikflaschen, also rein damit. Ja, wie sich das zieht. Ich sehe gerade, durch das neue Update sind da Nachkommazahlen entstanden. Da sieht man deutlich besser, was da so reinpasst und so, schätze ich mal. Muss ich mir mal die ganzen Changelogs durchlesen, was jetzt wieder geändert worden ist. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal pennen. Bitte mit der Axt in der Hand. Ich schlafe immer mit der Axt in der Hand. Primär ausrüsten reicht. Weil beidhändig sich vielleicht ein bisschen mehr Schaden machen würde. So meine Freunde, das war's jetzt von dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich bitte wissen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!